Hier wunderbar angebraten, jetzt machen wir hier. Lass knacken. Wir lassen knacken. Machen wir die Hälfte erstmal vom Fleisch rein. Ah. Oh, das lässt sich gar nicht mehr rühren. Doch, da gibt immer Mühe, Beamter. Oh. Du musst mal mehr arbeiten, nicht bloß am Beamtentisch sitzen, Dicker. Das tun wir dann so rein. Beamtentisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch ist das. Siehst du? Alles auf Kosten der Steuerzahler. Los geht's. Rum. Ah, guckt mal, Leute, hier. Schön anbraten. Herrlich. Wissen das noch nie alle, dass Beamte von Steuern leben? Weil du das so betonst? Ich betone das immer. Weil wenn Egon kommt, da riecht es immer nach Beamtenschweiß. Das geht ja gar nicht. Das ist was ganz Seltenes. Ja, der braucht das, weil der sonst nicht auf dem Boden durch Tatsachen kommt. So, oh, das sieht jetzt schön aus. Das sieht schön aus. Ja, warte mal, da müssen wir gleich nochmal Holz holen hier. Oh, jetzt habe ich warme Knie. Jetzt habe ich warme Knie. Und du hast ja wieder leuchtende Schuhe. Ich bin mich gerade doch nicht. Was? Ja, ist ja die gleiche Basis eigentlich, nur ein bisschen komfortabel. Ja, am Ende ist es Geschmackssache. Naja, wie gesagt, bei Free Cut ist ja von der Sache her, weil das kostet doch nicht. Nee, es geht nach hinten. Ja, kein Sand. Also, es hat sich angeguckt. Ja, aber dann stand sie. Passt. Alles gut. Die hat ja hinten noch zwei Achsen. Und ich habe nur zwei Haftreifen getroffen, also weniger als Bildschirm vorschreibt. Auf der Vereinsanlage fährt die 5 Meter Zicke in der 2% Steigung. Aber da müssen wir hier was drunter klemmen, da geht es. Ja, dann müssen wir hier Bierdeckel drunter stecken. Das, ja, das kann man drunter klemmen hier. Ja. Das ist der 58 Schreis. Die Lok ist bestimmt 15 Jahre alt. Ja, jetzt erbohnert, deswegen stimmt vorne der Radsynchro nicht jetzt. Also ein bisschen steil hier. Aber habe ich nicht dran gedacht, weil ich habe hier vorne fast teilweise ohne Haftreifen komplett. Mit Müller ohne Haftreifen, Rennsteiger, so eine Dreckschermaschine. Das muss sein. Ja, die waren noch Dreckscher. Zum Schluss waren die noch zu kommen. Nur die wussten, dass die abgeschraubt werden, haben die nicht mehr sauber gemacht. Aber die ganze Zeit lang hast du einen Unterschied zwischen Westbahn und Ostbahn gesehen. Das hatte ich auch schon mal gesehen, wenn man hier auf Schiffsbahn fährt. Ich habe den Kampf gesehen, den ich hier
Und dasselbe Soundprojekt mit ein paar Sonderwünschen, die da der Türski hat, wird dann auch im TT laufen. Das passt ähnlich. Ja, ne. Die Pfeife auf der Taste 3, die will er nicht haben, da muss ich mal gucken. Und dann will er, hat er ein paar Funktionstesten, die er nach seinen Wünschen haben möchte. Ja, bekommt er. Bekommt er. Ich krieg schon einen. Oh, die kannst du doch hin. Ich kann dich doch hin, ja. Ich hab die dazu, damit die Leute nicht wegrollen, weil sie da abstellen. Aber. Oh. Gut, mal so und so. Es ist Hammer. Gestern Nachschub gekommen. Wir haben nämlich alle. Und haben verglichen damit gekriegt. Und wir haben von dem Studio her, haben wir eine Festplatte gekriegt. Also 4.431. Aber diese Töne haben immer noch Die N100-Schnitte hat er nicht immer selber gekriegt. Irgendwas ist da mit der Motoransteuerung, der hat auch geschrieben. Das kann mir der Roland nachher erzählen. Irgendwas, aber die, also der N100-Schnitte läuft, da ist bei 6 Stunden jetzt ausgeschaltet. Aber der N100-Schnitte ist mein Problem. Ich kann sagen, ich habe probiert von der 3.9, von der 3.8 und von der Doppelleiter. Alles gekriegt. Silje-Verrückten, Modellbahn-Verrückten, schalt mal. Mein Freund Stefan ist gekommen aus Neumünster. Grüß mal, Stefan. Hallo. Hier. Nach 7 Stunden Fahrt, ja. Nach 7 Stunden Fahrt mit dem Motorradl auf der Autobahn. Und er hat mir hier mal zum Zeigen, bringe ich morgen auch zum Kesselgulasch mit, die DKW mitgebracht. Ihr wisst ja, dass wir da an der Geschichte dran sind, die aus dem 3D-Drucker rauszulassen, zum selber bauen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt, das ist die erste oder die zweite? Das ist die zweite. Das ist die zweite DKW. Die hat er mal mitgebracht zum Anschauen. Und guckt euch das mal an. Das sieht schon richtig klasse aus. Und hier hat er noch eine wie viel Grad hat die? 8,1 Grad. 8,1 Grad. Und anfangs hatten wir die Radlenker mit angedruckt. Das haben wir schon praktiziert. Das funktioniert auch sehr gut. Jetzt hat der Stefan mal probiert, Schienenprofil einzuziehen. Also das sieht auch sehr gut aus. Und hast du mal probiert, ob es drüber fährt? Läuft. Er nickt. Also das funktioniert auch sehr gut. Also und auch hier diese ganze Geschichte hier.
Das haut auch alles hin. Wunderbar. Also, das Schienenprofil, wie gesagt, aus dem 3D-Drucker. Ich habe die Weichen auch schon ausgedruckt. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe die Zeit nicht dazu. Er hat da so sein Metier. Das ist seine Sache. Das macht er gerne. Und ja. Naja, Micha, zum Beispiel, kannst du dir morgen zum Kesselgulasch alles angucken. Live und in Farbe. Moin Leute, nach dem Kesselgulasch, hier, so sieht's aus, jetzt gehe ich mal um die Ecke, hier quartet's schon, winkt mal alle, guten Morgen Leute, ihr Modellbahnverrückten, wie spät lernen wir denn überhaupt, keiner weiß es. Ein bisschen was zu essen haben wir auch noch, glaube ich. Der Abfall. So, hier ist noch Kesselgulasch, den machen wir noch mal warm. Und ja, hier ist die große Tafel. Da saßen gestern noch ein paar Leute. Die sind jetzt nicht mehr da. Alles weg. Und dann machen wir dann mal Frühstück, oder wie? Machen wir Frühstück. Also Leute, wir machen jetzt erstmal Frühstück. So.